So, wir brauchen heute Quark, Eier, Käse, Öl, Rinderhackfleisch, Zwiebeln, Karotten, Tomatenmark und noch mehr Käse. Ich werde heute übrigens noch eine vegetarische Lasagne machen, also eine ganz normale, weil meine Freundin sich das gewünscht hat und nicht Low Carb essen möchte, sondern normal. Deswegen machen wir heute noch eine vegetarische dazu. Ich habe übrigens auch extra Magerquark noch genommen. So, ist das die Hälfte? Das ist die Hälfte. Gut. So. Was muss denn da rein noch? 3 Eier haben wir hier. Da müssen wir da gleich nochmal richtig schön mit dem Mixer rein. Wisst ihr, ich habe mir überlegt, ich bin ein riesiger Cheddar-Fan. Ich glaube, ich knall da Cheddar rein, nicht Mozzarella. Das Gute an Low Carb ist, Käse hat kein Carb. Das ist halt sehr schön. Also, nahezu keine Carbs. Sagen wir es mal so. So, dann werden wir hier mal ein bisschen Käse reinmachen, wa? So, dann mixen wir das mal durch hier, oder? Da soll kein Salz, kein Pfeffer, kein gar nichts ran. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, das soll jetzt hier die Masse sein, die die Platten ergeben. Was dann nachher draus wird, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wir testen das mal. Ich habe noch nie Lasagneplatten selber gemacht. Also wir sollen das jetzt hier drauf verbreiten. Wisst ihr was? Wir machen hier eine große draus. Scheiß der Hund drauf jetzt hier. Komm. Na dann mach rein hier. 20 Minuten. Okay, jetzt müssen wir bloß überlegen, wie wir das machen. Weil meine Freundin möchte eine vegetarische Bolognese haben. Also müssen wir 2 Soßen kredenzen heute. So. Was haben die gesagt? Streifen. Ich hasse Streifen. Deswegen machen wir keine Streifen. Ich bin nämlich immer so ein kleiner Outlaw. Ich muss immer meinen eigenen Shit machen. Ich habe nämlich keinen Bock, um zu machen, was andere Leute auch tun. Lass mal nachher ein paar Reaction-Videos machen. Das ist also jetzt hier die Lasagneplatten. Das sind die Lasagneplatten. Die müssen wir natürlich noch zuschneiden. Das lassen wir jetzt mal kurz ein bisschen auskühlen. So, jetzt müssen wir gleich mal 2 Soßen simultan machen. Aber das ist ja kein Problem, ne? Kriegen wir hin. So, wir nehmen mal ein bisschen Butterschmalz. Das ist vielleicht ein bisschen viel zum Anbraten. Das hier reinmachen. Dann brauchen wir noch einen zweiten Kochlöffel, weil einmal vegetarisch, einmal nicht vegetarisch. Ich hätte eine größere Pfanne nehmen sollen, glaube ich. Dann machen wir ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch. Ein bisschen runterdrehen. So, dann machen wir noch Möhren rein. Meine Freundin kriegt natürlich ein paar mehr Möhren als ich, weil Veggie. Ich glaube, ich werde ein Problem haben. Machen wir noch ein paar Bohnen rein. So, dann meine Zwiebeln und mein Knoblauch. Ich glaube, wir werden nochmal die Pfanne wechseln. So, dann machen wir da ein bisschen passionierte Tomaten rein. Oder passionierte Tomaten sind scheiße. Was? Bei mir kommen keine Bohnen rein, weil mein Rezept geht. Wir halten uns natürlich ans Rezept. Hier machen wir noch ein bisschen mehr rein, damit meine Freundin noch genug Soße hat. Oder sagen wir mal so, mehr Soße hat. Dann nehme ich meine.
Ich darf hier dran und doll würzen, weil meine Freundin mag es nicht, wie ich würze. Bei mir gehen wir natürlich volle Karate rein. Mit Salz, Pfeffer, Paprika, ganze Lumpe. So, dann schmecken wir mal. Das können wir wieder nicht machen. Müssen wir erst warten, bis das hier fertig ist, weil dann können wir das abschmecken. So, dann haben wir die Auflaufform. Dann legen wir hier die Platten rein. Hier nehmen wir auf jeden Fall extra viele. Das ist übrigens nicht meine, ne? Das ist nicht meine. Das muss ich extra nochmal sagen. Das ist nicht meine. Meine ist mit selbstgemachten Platten. Ich muss immer ein paar mehr Platten machen, da die persönliche Präferenz der Dame des Hauses immer sehr viel Nudeln und Nudelplatten sind. Deswegen, ich habe schon einmal ein bisschen Ärger gekriegt dafür. Nicht schlimm, aber der Wunsch wurde geäußert, dass da mehr reinkommen. Also machen wir da auch mehr rein. So, ich bin immer ein großer Freund von Käsemix. Deswegen machen wir das. So, bei mir muss noch Salz und Pfeffer ran. Dann nehmen wir nochmal den guten italienischen Kräutermix. Für die leichte Note. Thymian, Oregano und was auch immer da alles noch drin ist. Würde ich fast so stehen lassen. Ich würde das jetzt noch ein bisschen köcheln lassen. Vielleicht noch eine kleine Prise Tomatenmark. Okay, wir müssen das kurz nochmal sauber machen. So, dann nehmen wir mal die Auflaufform hier. Ne? Das muss jetzt da alles da rein. Mal gucken. Legen wir das unten hin schon? Ja, ne? Oh, das wird aber eine üppige Lasagne, meine Fresse. Da kann ich, glaube ich, noch einen Tag mehr von essen. Wir machen das einfach da rein, ne? Das passt schon. Also ich kann euch auch so Low Carb essen. Kann ich euch wärmstens empfehlen, so nach meinen letzten, ich sag's mal jetzt, Experimenten so. Es ist sehr lecker, man muss nicht so viel verzichten. Und man fühlt sich eigentlich relativ gut. Was ich aber wirklich empfehlen würde, also ich mache das ja jetzt schon 2 Wochen, was ich empfehlen würde, wäre sowas wie, ja, ich will es jetzt mal, wir nennen es einfach mal Cheat Day, weil die meisten nennen das Cheat Day, würde ich empfehlen, dass ihr mal ordentlich Kohlenhydrate in den Körper einwerft, weil, also ich weiß nicht, ob das so Standard, so ein Standardding ist, was dadurch entsteht. Aber alter Verwalter, du kriegst irgendwann so Hardcore-Kopfschmerzen, dass du nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist. Aber es ist grundlegend so von der Lebensqualität her, nenne ich das jetzt mal, ist es sehr, sehr gut. Also aussehen tut ihr ja schon mal sehr geil, ne? Fein bitte, danke. Okay, sehr gut. Naja. Das ist jetzt meine Lasagne, Low Carb. Wir müssen mal gucken, wie wir hier den Anfang machen. Irgendwie so oder anders oder ich weiß es noch nicht. Naja, ich werde das gleich selber bewerten. Das ist aber auch immer, muss man ja dazu sagen, ein bisschen befangen. Weil, welcher Koch bewertet sein eigenes Essen? Scheiße. Richtig, ich. So. Aber, und jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Aber, ihr wundervollen Menschen. Eine Sache ist immer sehr wichtig, wenn man überbackenen Käse isst. Und zwar Worcestersoße. Worcestersoße ist das A und O bei überbackenen Sachen. So, dass wir das hier mal ganz kurz klargestellt haben. Alles klar, also, das war der Food und Fall heute mit Low Carb Lasagne. Wir sehen uns gleich drüben bei mir wieder. Und dann werden wir weitermachen, denn es gibt noch ein paar Sachen, die wir zu erledigen haben. Es sieht übrigens nicht appetitlich aus, möchte ich gleich mal dazu sagen. Oh, holy shit, ist das gut. Boah. Boah. Oh, ohne Scheiß, diese blöden Platten, die wir jetzt gemacht haben. Aus Quark und Eiern. Boah. Also wirklich jetzt... Legit,
10 von 10. Und die Möhren sind auch mega lecker da drin. Also das ist wirklich sehr gut.